Sitzen alle? Sehr gut. Dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Anstoß ist am Samstag um 13 Uhr. Das Spiel ist ein Sicherheitsspiel, demzufolge wird es keinen Alkohol geben. Und wir haben unser Kontingent vollends ausgeschöpft. Das sind, kleinen Moment, 5.586 Karten gewesen. Das war's von mir. Jos, am Wochenende, Derby. Ich glaube, ihr freut euch, oder? Wie sieht's in der Mannschaft aus? Ja, ich glaube, man darf sich darauf freuen, weil das nicht nur ein Derby ist, aber es ist ein Stadtderby, wo viele Gefühle auf beide Seiten in die Fangemeinschaften natürlich hoch sind und dass man natürlich auch gerne ein erfolgreiches Spiel am Ende auf den Platz bekommt, wo man auch dann die Freude noch hat, wenn man nach Hause geht. Und ich glaube, dass wir aus unserer Sicht alles dafür einbringen müssen und dass wir natürlich gegen HSV eine der stärksten Mannschaften in die Liga auftreten, ist natürlich noch, was die Tabellensituation betrifft, für beide Seiten, glaube ich, sehr wichtig, um letztendlich als Gewinner vom Platz zu kommen. Vielen Dank, Jos. Wenn Sie Fragen haben, bitte ein kurzes Handzeichen. Das Mikrofon wird gereicht. Hier in der ersten Reihe Carsten Habs vom Abendblatt. Ja, hallo Kai. 5 Monate ist es ungefähr her, dass Sie das Hinspiel 2:0 hier gewonnen haben. Welche Erkenntnisse kann man noch mitnehmen aus dem Spiel? Ihre Mannschaft wird sich ja personell etwas anders darstellen, denke ich. Ja, ich glaube, auf beide Seiten wird man vielleicht nicht mehr die gleiche Elf auf dem Platz haben. Insgesamt natürlich war es noch am Anfang noch früh in die Saison, um so ein Spiel zu spielen. Und da waren wir, glaube ich, auch in Phase des Spiels an die glückliche Seite, um in Führung zu gehen und auch um am Ende das Spiel zu gewinnen. Ja, und übermorgen ist natürlich eine andere Konstellation. HSV ist wieder stark gestartet in die Rückrunde. Und wir nicht, auch was die Punkte betrifft, haben uns in die letzten Spiele einfach zu wenig belohnt, um etwas mehr in die Tabellensituation uns zu verbessern oder uns zu stärken. Und ja, am Samstag ist eine Gelegenheit, um all das, was vorher war, wieder ein bisschen auszuschalten und dass man sich 90, 95 Minuten auf das eine Spiel völlig fokussiert und konzentriert. Und das wird ja durch HSV von uns so verlangt, dass wir natürlich ein Top-Spiel abliefern müssen, um letztendlich auch zu punkten. Josh, was hast du von St. Pauli abgesehen für Derby-Erfahrungen in deiner Trainerkarriere gesammelt und wie hast du das so erlebt? Ja, ich habe natürlich viele Derbys schon erlebt in all die Jahren und für mich war Hertha gegen Union für 76.000 Fans in eigenem Stadion in die zweite Liga, auch ein Stadtderby, wo auch die ganze Woche viel über geredet, viel über gesprochen ist, viel über geschrieben ist. Und ich habe Borussia Mönchengladbach, FC Köln erlebt. Das war natürlich auch eine Woche lang, wobei es dann kein Stadtderby war, aber trotzdem auch ein Derby mit sehr viel Brisanz und mit sehr viel Emotionalität. Und das sind so Spiele, die, glaube ich, nichts an einer Tabellensituation festgemacht werden können, weil es sind Spiele für sich, auch am Samstag. Und natürlich wissen wir, dass HSV eine qualitativ stärkere und bessere Mannschaft hat. Da muss man nicht drum herum drehen. Das zeigt die Tabelle auch aus. Aber in die 90 Minuten am Samstag oder 95 Minuten hat man immer wieder eine neue Chance. Und das haben wir in der Hinserie, in das Hinspiel bei uns auch hinbekommen. Und vielleicht gelingt es uns am Samstag wieder. In den letzten Derbys war draußen immer sehr viel Spektakel. Und zuletzt gegen Dynamo Dresden war es sehr unruhig draußen. Hast du die Befürchtung, dass es wieder unruhig wird, auch beim Derby? Ja, persönlich hoffe ich das natürlich nicht. Also nicht nur ich lebe den Fußball, aber auch all die Fans, hoffentlich die am Samstag dabei sind, wollen ein sportliches, richtig gutes Spiel sehen. Und am Ende kann vielleicht nur eine gewinnen. Aber ich hoffe auch, dass es friedlich bleibt. Weil wir wollen alle vom Fußball genießen und dass Fußball uns auch eine richtige Freude macht. Und all die Nebensachen, hoffentlich bekommen wir das nicht mit, dass alle, die am Samstagmittag im Stadion sind, dass sie hoffentlich ein richtig, auf Deutsch gesagt, geiles Fußballspiel sehen und dass man davon genossen hat. Sebastian Rieck vom NDR.
Mit all Ihrer Derby-Erfahrung, würden Sie sagen, dass es sowas gibt wie ein Derby-Rezept, wie man sowas besonders angeht? Also entweder besonders viel aufsaugen, besonders wenig aufsaugen, besonders heiß machen, besonders wenig heiß machen. Gibt es da sowas, was aus Ihrer Erfahrung ein goldener Weg ist? Ja, wenn ich die hätte, dann würde das wahrscheinlich für 3 Punkte reichen. Aber ich glaube, dass also auch die Form des Tages mitentscheidet, inwieweit man letztendlich kommt. Und man muss mental richtig stark sein, um auch den Druck oder die Spannung auch loslassen zu können, aber auch wieder aufnehmen zu können in Phase des Spiels. Und da bin ich auch selber gespannt, wie meine Mannschaft da am Samstag mit umgeht. Hier vorne. Ja, einige Fans mögen den jeweils anderen Verein ja nicht so besonders gern. Gibt es was Sie am HSV mögen? Ja, dass ich mit meinen vorigen Vereinen im HSV erfolgreiche Spiele gehabt habe. Mit Hertha oder mit Augsburg haben wir erfolgreiche Spiele geliefert. Ich würde mich wünschen, wenn das am Samstag ist natürlich. Es ist ein fantastisches Stadion mit auch immer einer absoluten Atmosphäre von ihren eigenen Fans. Also man wünscht sich ja auch, dass es am Samstag auf beide Seiten so kommen wird, dass man über den Fußball spricht nach dem Spiel und dass man da hoffentlich auch, ja, was ich vorher gesagt habe, die Genugtuung dran hat. Und natürlich ist es auf unserer Seite, wenn wir gewinnen, natürlich top. Wenn wir nicht gewinnen, ja, dann ist auf die eine Seite ist die Freude und auf die andere Seite ist die Freude natürlich sehr betrübt und das nimmt sich in Grenzen. Und nichtsdestotrotz muss das Spiel erstmal gespielt werden und da werden wir uns alle richtig drauf freuen. Gibt es weitere Fragen? Ja, nochmal Carsten Harms vorne. Ja, vielleicht nochmal 2 Personalien. Luca Zander musste am Dienstagvormittag verletzt in die Kabine und James Lawrence hat das Mannschaftstraining komplett mitgemacht. Ist er schon eine Option für den Kader zumindest? Ja, Luca ist absolut einsatzfähig für Samstag. Er hat in einem Zweikampf leicht was mitbekommen, aber da haben wir keine Befürchtung, dass es heute und morgen noch bei den letzten 2 Trainingseinheiten geht für Samstag, da gehen wir absolut von aus. Und James Lawrence wird am Samstag noch nicht zum Kader gehören. Er hat letzten Montag das Mannschaftstraining voll aufgenommen, aber er braucht auch erstmal ein paar richtig gute Trainingseinheiten mit der Mannschaft, um auch wieder für den Kader in Frage zu kommen. Also wir könnten vielleicht mal über Osnabrück nachdenken, aber das ist auch abhängig, wie diese Woche am Ende für ihn verläuft und auch wieder nächste Woche, wo er die Intensität und all das, was dazu gehört, auch so hinbekommt, dass er vielleicht für Osnabrück vielleicht schon eine Kadersituation sich erarbeiten kann. Hinten nochmal, Sebastian Rieck. Jetzt ist die Tabellensituation, die haben Sie eben schon angesprochen, ja so, dass es noch eine zusätzliche Brisanz reinwirft, dass es nicht nur um das Prestige geht, sondern tatsächlich, Sie wollen unten nicht reinrutschen, der HSV will oben nicht rausrutschen. Bringt das nochmal extra Pfeffer rein? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, dass beide Mannschaften und auch die Spieler nicht, wenn sie am Samstag auflaufen, an die Tabellensituation denken. Ich glaube, dass sie vor allem damit sich fokussieren, um letztendlich als Gewinner vom Platz zu gehen. Und da die Mentalität für zu haben, die ist auch natürlich extrem wichtig, um nach dem Spiel vielleicht mal wieder die Tabelle anzuschauen. Aber ich glaube, im Vorfeld bringt das nichts. Noch eine Nachfrage? Die Auswärtsbilanz ist ja, müssen wir nicht drüber reden. In einem Film wäre das das Spiel, wo man wieder gewinnt. Wie viel Hollywood steckt denn in Ihnen? Oh je. Können wir dann nach dem Spiel drüber sprechen? Ja, es ist natürlich so, dass wir aus St. Pauli-Sicht uns auch einen extrem guten Gefallen tun können. Wenn man dann wieder, wie Sie auch sagten, die Tabelle sieht, aber schon anschauen, würde uns natürlich die 3 Punkte unglaublich gut zu Gesicht stehen. Weil ihr wisst auch bei einer Niederlage, wo wir dann stehen, wenn andere Ergebnisse dann nicht für uns so ausfallen. Am Ende sind wir
es selber oder müssen wir selber bestimmen und beeinflussen, wo wir auch am Samstag nach dem Spiel stehen. Und dann hoffe ich, dass wir über den Strich stehen und nicht unter dem Strich. Gibt es weitere Fragen? Da hinten gibt es noch eine. Genau, es sind ja 5.586 Tickets schon verkauft worden und es sind ja auch leider Falschtickets unterwegs. Haben Sie Tipps, wo man am besten seine Tickets kaufen sollte oder wie man erkennen kann, dass es falsche Tickets sind? Also wir haben von unserer Seite aus, gibt es bei unserem Ticketing auch auf unserer Homepage nochmal ein Verweis. Wir haben eine Tauschbörse, wo auch nochmal Tickets angeboten werden und das sind definitiv keine Falschtickets. Da kann man sich nochmal hinwenden. Ansonsten können Sie gerne nach der PK nochmal auf mich zukommen. Butchi Rosenfeld nochmal von der Mopo. Josch, was macht den HSV denn so stark? Du hast gesagt, dass er stark ist, aber was macht ihn so stark? Erstmal haben Sie einen richtig guten Trainer, finde ich, mit Dieter. Und die Mannschaft ist natürlich auch in die Breite, in die Qualität extrem stark aufgestellt. Für mich hat sie nicht nur eine erste Elf, auch die Spieler, die wieder von die Bank kommen, die können auch sehr viel Einfluss nehmen auf das Spielgeschehen. Das haben wir am letzten Wochenende auch wieder gesehen, wo Bojan Pala reinkam und der dann noch in die letzte Sekunde des Spiels das Tor erzielen kann. Und so haben sie mit Hanik, mit Hönd und wie sie auch alle noch heißen, die draußen sind, immer noch Qualität in Überfluss, auch wenn sie mit der einen oder anderen Verletzte auch mal zu kämpfen haben, werden sie sich qualitativ natürlich nicht viel verschlechtern für die erste Elf. Und das macht Hamburg insgesamt eine extrem starke Mannschaft, die qualitativ, glaube ich, absolut eine Doppelmannschaft hat, um in diese Liga auch am Ende sehr erfolgreich dazustehen, wo sie momentan stehen. Warum habt ihr das Hinspiel so verdient gewonnen? Und Anschlussfrage, kriegt ihr das vielleicht nochmal wieder hin mit dieser Mentalität von vor 5 Monaten? Ja, das ist die Basis. Die Basis ist immer die absolute Leidenschaft zu zeigen und auch die Gewinnermentalität auszustrahlen. Und darüber hinaus braucht man natürlich auch einen Plan, um das alles auch mit auf den Weg zu führen, dass man am Ende dann auch als Gewinner vom Platz geht. Und ich glaube auch, dass wir taktisch ein gutes Spiel gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Aber eigentlich haben wir das gegen all die Top-Mannschaften ausgestrahlt und auch umsetzen können. Ob das gegen Bielefeld war oder gegen Stuttgart, auch gegen Hamburg. Und ich hoffe, dass uns das am Samstag auch nochmal wieder gelingt. Ich finde, das war eigentlich ein gutes Schlusswort, oder? Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann bedanke ich mich und dann sehen wir uns am Samstag im Stadion.